So Leute, herzlich willkommen zurück. Diesmal versuchen wir jetzt endlich mal durch dieses Lagerhaus durchzukommen und die ganzen Jungs mal hier den Arsch aufzureißen, auf gut Deutsch. So, wieder ein. Ich muss die Leute hier weglecken. Ja, lecken. Alter. Oh, Mann, das ist genau das, wie ich's wollte. Ah, das ist einfach zu weit weg. Das sieht aber so nah aus. So muss das. So muss das. Oh, ist da oben jetzt kein Scharfschütze mehr drin. Ah nein, der kommt runter. So, das war's auch mit dem Scharfschützen. Nur die Frage, wie ich den da oben kriege. So, das waren hier unten schon alle. Okay. Ja, waren doch nicht alle. Irgendeiner schleicht sich da noch rum. Da ist er nicht. Wo schleicht da noch einer rum? Verdammte Kacke. Na, komm schon ein bisschen weiter, damit ich scannen kann. Überhaupt nicht. Ich geh mal weiter. Aufpassen, Kumpel. Was ist das für ein Geräusch? Hörst du das? Das war ein Schlag. Voll auf die Schnauze. Genau, ich würde mal sagen, gucken wir mal kurz noch schnell ein paar Skillpunkte verteilen. Die 6 Stück. Da haben wir Hacken. Was haben wir da? Verstärkungsrufe deaktivieren. Das ist geil. Braucht halt 5 Punkte. Aber das würde ich sagen, ist sehr, sehr nützlich. Aber wirklich sehr nützlich. Das kann ich definitiv gebrauchen. Hergestelltes. Gemcom, sehr populäre App. Der Funksprecher zum Erbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Okay. Splittergranate. Na gut, wenn ich die hinten herstellen will, muss ich erstmal Splittergranaten herstellen können. So. Ist klar, jetzt kann ich sogar die Verstärkungsrufe deaktivieren. Das ist ja richtig, richtig grob. Nein. Komm wieder runter. Ja, Leute, ich weiß, das ist peinlich. So, jetzt. Hallo. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Hooray, appearances. Ich muss da unten hin, ne? Jetzt wieder irgendwo ein Scharfschütze da hinten. Was hier Zeug rumliegt. Ha. Da geh ich nirgendwo lang, du bleibst da hinten. Sag mal, warum gibt's denn hier keine Kamera? Oh, verdammt. Hier laufen mir schon wieder zu viele Leute rum. Vor allem will ich eine Kamera haben. Ich brauche eine Kamera. Ohne Kamera bin ich nichts. So ähnlich wie bei manchen Handysuchtis. Ohne Handy bin ich nichts. So wie der wahrscheinlich auch. So. Ah, das Handy draußen. Menschens Kinder. Ja, verdammt. Was fährt denn der da hinten für einen Film? Blöde Scharfschützen hier. Nö. Was mit dir da hinten, ne? Hä? Warum sind jetzt eigentlich alle drei hier oben? Und vor allem, warum ist er nicht markiert?
Eine ist jetzt wieder runtergegangen, so wie es aussieht. Der andere könnte auch mal runtergehen. Bleib wachsam, weiß ja nie. Ablenken. Sowas. Na gut, nicht, dass ich jetzt meine, dass das was Schönes wäre. So, da muss ich jetzt runter. Ich meine, ich finde es schön, dass alles so geklappt hat jetzt, wie ich es geplant habe. Oder denkt ihr wirklich, das Ganze wäre Zufall? Das habe ich im ganz Vorhinein schon geplant, alles. Okay, da geht nochmal in Deckung. Ja, ja. Genau deshalb. Ja. Und wie ist so ein Kommunikator, der gestört wird? Komm, lauf mal da hinten hin. Oh Mann. Was willst du? Es bleibt doch nicht einfach da stehen, Mann. Ich muss da irgendwie raus. Warum kann ich den nicht ausschalten, wenn ich von hinten hingehe? Werde ich ihn da wohl überrumpeln können? Das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich den ganzen Weg da... Weil das fängt jetzt eh wieder gerade da an, wo es die ganze Zeit schon angefangen hat wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass es jetzt da anfängt, wo ich das Tor aufgemacht habe. Das wäre... Ah. Oder so, ne? Jetzt sind wir halt doch schon komplett draußen. Das Motorrad hat eine andere Farbe. Und so weiter, entkommen sie aus dem Gebiet, ja. Schön und gut, ne? Da hinten ist eh irgendwo ein Scharfschütze. So, einer weniger, ne? Gibt's eine Riesenschießerei. Bei den Barrows. In Brandendorf. Verdammt, wir sind doch nicht in Afghanistan. Wir sind nicht die Taliban. Es wurden Schüsse gemeldet bei den Barrows in Brandendorf. Sehen Sie sich das an. Gut. Die Cops finden die Mädchen und bringen sie in Sicherheit. Und was die Bieter angeht, wenn jemand der Razzia entkommt, dann landet er wieder auf einer Liste. Alter. Ohne Scherz. Kommt ja eine nach dem anderen wieder. Ciao.
schön. Jawohl. So mit der Zeit, so, jetzt haben wir da durch, die Polle hochgefahren. Zack, okay, untersuchen Sie verdächtige Aktentasche in der Stadt. Finden und hacken Sie verdächtige Käufer. Okay. Erreichen Sie Ihre Apartments, brechen Sie ein und finden Sie die Aktentasche mit Beweismaterial. Finden Sie alle 10 Aktentaschen, um eine spezielle Mission freizuschalten und den Menschenhändlerring zu zerschlagen. Im Fortschrittsrat können Sie jederzeit sehen, wie viele Aktentaschen Sie bereits gefunden haben. Das ich achte cool. mal auf diese Kerle und jag sie durch den Profiler. Dann kann ich sie für die Taten hier geschafft. Bloßstellen. Tja. Und diesen Ring sprengen. Ja, komm. Tür von hier müssen wir hinten fahren. Mr. Pierce? Jax ist weggelaufen. Oh nein. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein. Alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst. Und wo ist Jax? Wo ist Jax? Nein, Jax. Ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. Ja, der ist glätzend. So, klar, ich muss nur überlegen, wie könnte ich den finden. Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Gute Frage. Ja. Da ist er. Warum fragt er sich dann, wenn er gar weiß, wo er ist? So, auf zu meinem Neffen hier. Jax, das geht so nicht. Du musst nach Hause. Ach. Du Kacke. Hochbahnstation. Mal schauen, ist hier in der Nähe eine Hochbahnstation? Und vor allem muss ich dann schauen, wie heißt das da oben? Das Gebiet hier. Mad Mile. Okay. Hochbahnstation. Ich bin jetzt hier. Ach du Scheiße. Ja. Würde ich sagen, fahren wir mal da an die Hochbahnstation. Nutzen die Schnellreise zwischen Stationen, um schneller voranzukommen. Ja, das ist natürlich cool. Wie heißt die Station? Hochbahnstation. No Akis. Ach so. No Akis. Alles klar, dann gehen wir da unten an Rotes, an die Schnellreisestation. Hier hin. Ja. So. Und von der No Akis. Oh. Ah, nein. Alter, warum? Warum schreibt der bitte während der Fahrt? Ich konnte dich holen. Stopp. So, Leute. Es bleibt mir aber nichts anderes übrig eigentlich. Ich meine, wenn ich jetzt hier die ganze Fahrt hier nehme, dann ist es ewig. Die andere Frage ist natürlich nur Hochbahnstation. Alter. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Schön. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam. Nö. So. Wie kann ich jetzt Schnellreise machen hier? Bahnschnellreise. Ist klar. Nur Akis. Das ist da. Das hätte ich mir auch gerade merken müssen. So, das ist klar. Jetzt hoffe ich nur, dass der Jax sich lang genug da oben versteckt, ne? Weil ich glaube, bis ich da oben bin, ist schon wieder Tag. Ah, da ist sogar Tag.
okay. Ja, da muss ich runter, alles klar. Das Beste wäre eigentlich, wenn ich einfach ein Auto nehme und dahin fahre. Am besten so ein Jeep. Mal, wenn ich zu Fuß komme, fragt er sich, Junge, was macht mein Onkel hier? So. Ei. Ui. Alles klar. Allerdings sage ich mal. Oh, volles Bankkonto. $4,500. Yeah. Das ist cool. Okay, dann sage ich jetzt, das war's für diese Folge. Macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal.